Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Layers of Fear 2. Beim letzten Mal sah es ganz danach aus, als wäre unsere Schwester wohl gestorben. Beim Versuch, Nahrungsmittel zu suchen, und wir haben so diverse Psychosen durchgemacht. Auf der Suche nach unserer Schwester. Nichts, auf das ich fokussieren könnte. Unter anderem, dass sie uns wohl die Schuld gibt, warum wir sie nicht beschützt haben vor diesen und jenen. Ich bin mal gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Flamme, Wahrheit, Verwandlung, den Teufelskreis durchbrechen, hier und jetzt, für immer in der Schleife. Wer lebt, wer stirbt, wer zum Teufel bin ich? Er, sie, sie. Wir, durchgestrichen, ich. Stretching into eternity, restless, roaring, terrifying. For years he has learned to hide, to flow with the tide, to pretend, to be one with the void. But now that a flame has been lit, he knows. There is no other way. Too soon to let go. Too late to turn back. The eyes of eternity are once again upon him. He stares back. Akt 5. Stand da gerade Forever? Was erwartet uns diesmal? Offensichtlich die Fähre der Verdammten. Dieser Ort fühlt sich so vertraut an, als ob ich bereits hier gewesen wäre. Und doch kann ich meinen Weg nicht finden. Es muss einen Weg geben. Der Spiegel mal wieder. Zerbrichst du wieder? Do you see now? You tried to fix me. Instead, you broke yourself. Okay. Süßes der Süßen. Bitteres für die Verbitterten. Thank you.
This place, it sickens me. With all of its clutter and confusion, it is a monument to your weakness, a portrait of your indecision, the wreckage of what never truly was. It is broken, hollow, just like you. Tür um Tür, alle führen sie mich zum Anfang. Alle führen sie ins Nichts. Ich kann nicht raus. Ich muss hier raus. You tried so hard to bring me back. You called out to me from the void. But something else answered. Da sind wir wohl angekommen, wo auch immer das sein mag. Ah ja, wieder im Funkraum. Sagst du was? So, kann ich jetzt hier irgendwas machen? Oder muss ich in den Fahrstuhl zurück und weiterfahren? Wie lange ist es her? Ich kann mich nicht erinnern. Die Erinnerungen verschwimmen. Ich verliere die Kontrolle. Werde immer dünner. Während es immer weiter wächst. Es lässt mich nicht los.
Kann ich nichts machen? Das ist nur Licht. Das sieht nach Aua aus. Ich hätte mich vielleicht ducken sollen, ich weiß nicht genau. Tag. Stillgestanden. Flüstert was? Das Dosenfutter. Poor little Jimmy. Poor, weak, pathetic little Jimmy. Always the victim. Always the burden. An anchor dragging me down. Sich selbst für ihren Tod verantwortlich macht. I guess I never had a chance, did I? Neither of us did. We never should have lived this long. Forever is a very long time. Sometimes it's better not to be. Burn away completely. There's no place for me here. Only you, whoever that is. I hope you'll be brave this time. I don't think I can. I cannot. You cannot help me. Not anymore. Ich muss ihm jetzt hinterher kriechen, aber jetzt kann ich aufstehen. This was to be my final work. Lost. To let go of the stolen fire. To reignite the true flame. But now the spark. It is almost gone. It is lost. Hopeless. Just like you. Wenn du das sagst, Keule. Teppichraster. Der Fisch wird jetzt immer mehr zu dieser komischen Kreatur. Hoppala. A life that was never yours. Dreams you had no right to dream. Too scared to be yourself. Too weak to be anyone else. Mädels. Tschüss, Mädels. Oh, hau ab.
Ratten kriegen. Bitte hinfort mit euch, Arme, danke. Fenster, hier geht's weiter. Hallo? Bank. Wir sind wieder bei den Sets. Steuerung mit der Maus ist immer noch nicht angenehmer. Gerade jetzt hat sich dieses Rädchen hier ein bisschen zickiger. Ist halt schon von Algen bewachsen, ne? Du willst jetzt nicht weitermachen, ne? Ich kann auch nicht aufgeben, ich muss hier irgendwie durch. Puh. Falls das jetzt so lange dauert, dann raff ich das natürlich. Muss nur das Prinzip dahinter verstehen. Es ist immer da, ein Schritt hinter mir, über mir. Es zieht mich hinein, meine Haut fällt ab. Ich verwandle mich.
In was? How many lives have you buried just by merely existing? Existing, but never being. Wouldn't it be better if you just went away? Hey Kumpel, bin ja da. Wollen wir doch mal segeln? Oh, ich sehe schon, ihr habt das Steuerrad abmontiert. Dann lasst uns schießen. Das heißt, wenn er gleich aufkreuzt und der taucht genau hier auf, kann er in die gegengesetzte Richtung rennen. Was soll ich machen? Ich kann ihm doch nur in die Arme rennen oder so. Gucken wir mal. Ich renne. Bevor sich das Ding hier rennt. Tschüss! So. How many times have I tried to put the pieces back together just to watch them fall apart?
was bringt mir das? Wir könnten natürlich ewig schneller machen. Vielleicht ist er dann irgendwann nicht mehr sichtbar, verschwunden. Fertig bist du schon dabei. Wäre auch zu schön gewesen. Muss ich da jetzt runterspringen? Völlig Banane. Aufgespießte Puppenschädel. Endlich verstehe ich, dass der Ausweg sich hier befindet. In mir. Mir. Dir. Wer bist du? Sieht aber auch so cool aus. Oh, hallo Schädel. How long can a man burn before he turns to ash? Wenig Interesse, das herauszufinden. Of all the wasted years, of all the pain it took to bring you here, how many times must a man die before he can truly live? Mein Freund weiß ganz Look at it. This is what happens when you fail to take control. Look at it. Twisted, formless. Just run, but do you know the way? You build one character, you destroy the other, but which one is which? You follow reason, you see through it, you cut away the strings. You hesitate, you look for a better way. Nothing is ever easy. You struggle against the current, fight against all odds. Ah. In the end, there is no right or wrong. There is only... James! Lily! Ah. James! Listen to me! You have to go! No! I'm not leaving! I'll find a way to reach you! I know you will!
You're strong, stronger than you know. We'll be together again. No matter how long it takes, I will find you. I will. Wir sind wieder am Anfang. Also sie ist bei Layer Sophia 1. Looking for answers, for purpose long gone, we carry on and on and on. What cruel part we have to play, to live on one thing and away. Avast, Mr. Hardy, avast. What's gone is gone. What's past is past. For there are things that should not be. And there are wounds that time won't heal. When all seems lost, when all is gone, we do not have to carry on. To put away what sadness wrought. Steady your aim and take your shot. Just as I thought. A mother long gone. A sister's last breath. A life for a life. A death for a death. The flame that burns the lies away. The truth revealed. Let come what may. Lay your head down, brother. Go to sleep. This vow is no longer yours to keep. Erfolg freigeschaltet für immer. Oh Mann, wir haben also die ganze Zeit über Lily gespielt, nicht James. James ist offensichtlich auf dem Schiff damals gestorben oder so. Also,
Ich weiß es doch auch nicht. Das Ende jetzt war wieder so verwirrend. Ich bin jetzt auf alle Fälle erstmal ordentlich durch. Es war ein mega geiles Spiel, hatte sehr schöne Schockmomente. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Freude daran, wenn ich gekreischt habe wie ein Mädchen. Ja, was soll ich sagen? Durch und durch, durch das Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Geschichte nicht ganz angekommen. Also die beiden Kinder, James und Lily, waren blinde Passagiere auf dem Schiff. Wurden von dem Typen da, also von dem Schiffspersonal gejagt. Und dann aber ist irgendwas passiert. Das Schiff stand in Flammen, ist untergegangen und so weiter. Und Lily wollte ihren Bruder retten und hat gesagt, geh weiter, werd dich schon irgendwo finden. Und dann ist irgendwas passiert, was wir nicht gesehen haben, weil wir waren in dem Moment, in dem Blickmoment waren wir James. Und dann war es einfach dunkel. Auch eine traurige Geschichte hier mit dem Vater und der verstorbenen Mutter, dass der Vater den Sohn nie richtig akzeptiert hat. Das will man eigentlich auch keinem Kind wirklich zumuten. Wie muss ich das anfühlen? Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Und so wie es in den meisten wirklich guten Horrorspielen ist, steckte hier einfach eine traurige Geschichte dahinter. Ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß, mir bei diesem Spiel zuzusehen. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja bei einem anderen Let's Play oder Horror-Let's Play dann wieder. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!